Bilder einer Überwachungskamera zeigen Eindringlinge, die eine Veranstaltungslocation stürmen. Sie rufen: Kein Raum der AfD. Eine Demonstration vor einem Hotel soll Gäste abschrecken. Sprechchöre werden laut: Kein Raum der AfD. Tatjana Gerlitz steht in ihrem leeren Hochzeitssaal in Berlin-Marzahn. Normalerweise passen hier bis zu 200 Leute rein. Doch Corona hat sie hart getroffen. Ja, sehr. Wir hatten ab März fast nie gearbeitet, weil 2 Monate waren wir komplett zu. Dann Sommer hatten wir ein bisschen gearbeitet, bis 50 Personen. Aber meistens die großen Hochzeiten sind verschieben zu nächstes Jahr, weil da waren statt 150 Personen 200 Personen. Konnten wir die nicht verbringen. Deswegen sind die alle Hochzeiten und Abibars und so weiter auf nächstes Jahr verschoben. Und wir sitzen den ganzen Sommer fast ohne Arbeit. Da Versammlungen anders als private Feiern auch in Corona-Zeiten mit mehr Personen durchgeführt werden dürfen, freute sich Tatjana Gerlitz besonders, als sie Anfang Oktober eine Anfrage für die Durchführung eines Landesparteitages bekam. Die AfD Berlin wollte an 2 Tagen die ganze Location mieten. Wir haben eine Anfrage bekommen von der AfD, dass die brauchen einen Saal und die würden dann für 2 Tage. Dann haben wir den Angebot rübergesendet, war das angenommen und dann hatten wir einen Besichtigungstermin und dann war das los mit Vertrag. Die Berliner AfD war zu diesem Zeitpunkt schon 1 Jahr lang auf der Suche nach einer geeigneten Location, hatte über 150 Anfragen gestellt. Am Ende immer ohne Erfolg, wie der Berliner Vorsitzende der Jungalternative Vadim Derksen erzählt. Ja, wir hatten sogar unterschriebene Verträge mit Vermietern, die dann aber letztendlich geplatzt sind wieder aufgrund des Druckes von links. Ja. Wie wurde der ausgeübt? Es erfolgt meistens ein Telefonat oder mehrere Telefonate, Telefonterror kann man das schon nennen. Die Leute werden permanent kontaktiert. Dann erfolgt ein Shitstorm öffentlich, indem man die Webseiten, die Facebook-Seiten und die öffentlichen Profile angreift, mit schlechten Bewertungen runterdrückt und dann sich künstlich echauffiert und sagt, man werde in dieser Gaststätte, in diesem Hotel oder wie auch immer nicht mehr hausen. Und genau das ist jetzt auch Tatjana Gerlitz passiert. Vergangenen Dienstag stürmten mehrere vermummte Personen ihren Saal. Die haben richtig krank gemacht, die haben hier so eine Konfetti verteilt, dann irgendeinen Dreck vom Sack rausgeschmissen und mit irgendeiner so Farbe. Dann haben sie ein paar Stühle runtergeschmissen und geschreit, kein Raum für AfD, kein Raum für AfD. Als Tatjana Gerlitz die Polizei ruft, verschwinden die Eindringlinge samt Schlüsselbund für Saal und Treppenhaus. Doch der Spuk geht weiter. Na, wir kriegen jetzt jeden Tag schlechte Bewertungen bei Google, Facebook und so weiter, bei alle Buchungssystem und so weiter. Und wir waren ganz gut drauf, 4 und 3, 4 und 1. Und jetzt sind wir runtergegangen auf 3, weil die schreiben jeden Tag von 10 bis 20 schlechte Bewertungen und stellen eine Sterne alle. Und schreiben Freunde von AfD und so weiter, Nazis, Freunde und so eine Scheiße. Auch der Mann von Tatjana Gerlitz bleibt nicht verschont. Er betreibt ein kleines Hotel in der Nähe. Auf einem linken Internetportal wurde für Donnerstag zu einer Wutkundgebung aufgerufen. Die AfD Berlin ist gesetzlich verpflichtet, einen Parteitag abzuhalten. Bereits seit 1 Jahr steht ein Notvorstand an der Spitze. In Deutschland greift natürlich emotional sehr stark, wenn man sagt, das wären Faschisten, das wären Nazis, die müsste man bekämpfen. Und mit diesen Labels werden wir stigmatisiert und das heizt und spaltet, heizt die Bevölkerung auf, spaltet die Bevölkerung. Und deswegen haben wir solche Antireaktionen in der Bevölkerung. Aber es heizt doch die Bevölkerung auch auf, wenn Personen außerhalb, also aus der AfD, bewusst provokante Äußerungen tun. Björn Höcke ist da nur ein Beispiel. Liegt es nicht auch daran, wenn Sie einfach gemäßigtere Töne nach außen geben würden, dass es dann gar nicht so weit kommen würde? Also die Berliner AfD kann sich da, glaube ich, nicht groß was zu Schulden kommen lassen. Wir haben hier immer einen sachlichen Ton angeschlagen. Wir haben keine Provokateure, sage ich mal, in unseren Reihen, die verbal provozieren. Tatjana Gerlitz will sich nicht einschüchtern lassen und ihren Raum an die AfD Berlin vermieten. Frau Gerlitz, wie geht es denn jetzt weiter? Knicken Sie ein oder ziehen Sie es durch mit der AfD? Nein, wir ziehen durch.
wir haben gar keine Angst vor den Radikalen und wir müssen dann durchziehen, weil wir müssen Miete bezahlen. Erstens. Und zweitens, wieso nicht? Sie sind doch in Deutschland legativ. Wieso nicht? Für den Landesparteitag sind bereits an beiden Terminen Proteste angemeldet worden. Wegen der Stürmung der Veranstaltungslocation ermittelt der Staatsschutz.